bisher bei Resident Evil Revelations. Anscheinend hat jemand die Queen Zenobia entdeckt. Du hast dich kein bisschen verändert. Die Zeit ist gekommen, O'Brien. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Als würden mich meine schlimmsten Feinde heimsuchen. Überlasst dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Diese einseitigen Lösungen produzieren nur ein neues Viltrum. Vielleicht Dutzende davon. Ja, das ist der Hub. Männer wie wir existieren nur dank solcher Gruppen. Episode 8: Alles oder nichts. Eine sofortige Eindämmung ist unumgänglich. Zu viel steht hier auf dem Spiel. Du bist verblendet. Ein hoffnungsloser Humanist. Es ist vorbei, Direktor O'Brien. Wie wär's, wenn du mal zum Punkt kommst, Morgan? Du spielst wieder mit dem Feuer. Aber dieses Mal wirst du dir die Finger verbrennen. Untätigkeit wird die Situation nur noch verschlimmern. Denk nach, Direktor. Oder du wirst es bereuen. Ah ja, du machst es dir wieder verdammt einfach, Morgan. Aber sobald wir die Wahrheit kennen, werden wir sicherstellen, dass sich deine Fehler nie mehr wiederholen. Parker! Ja, Zeit zu verschwinden. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. Und es fängt ja schon super an hier. Schottenbruch entkommen. Ja, das machen wir dann und es fängt schon super an hier. Verdammt. Wie schon ein sehr actionreicher Start. Und wir schwimmen um unser Leben. Denn am Ende von unserer letzten Folge ist ja eine Riesenwelle über das Schiff gekracht. Und jetzt ist hier überall Überschwemmung. Ich hoffe, es kommen keine irgendwelche Viecher. Hier können wir erstmal Luft holen. Uns geht's gut. Los, weiter. Wie kommen wir wieder nach unten? Wie war das nochmal? Ich habe vergessen, wie wir nach unten kommen. Verdammt. Ja, einen Augenblick. Wie komme ich nach unten? ja. Super. Sag mal, bin ich jetzt blöd? Ah. Okay, mit F war's. Wo geht's jetzt weiter lang? Können wir hier durch? Nein, von der anderen Seite verschlossen. Noch einmal schnell Luft holen. Und weiter. Okay, wo geht's lang? Hier ist eine Leiter. Hier kommen wir zu hoffentlich am Land. An Land wieder. Okay, hier ist kein Wasser mehr. So, wie viel Munition haben wir hier? Nicht so viel. Ich wechsle mal zur Pistole. Los, komm mit, Parker. Pistolenmunition. Ja, warte mal, geschwind. Wir müssen hier ein bisschen umschauen. Pistolenmunition. Okay, sehr gut. Dann lasst uns mal irgendwo weitergehen. Und überleben. Wo soll ich... Ich weiß... Wo geht's hier lang? Ah, hier ist ein Aufzug, den wir bestimmt nicht benutzen können. Aber erst einmal will ich geschwind schauen. So viel Zeit muss sein. Zu behalten, Nahkämpfer. Okay, ich will erstmal schon schauen, wo haben wir denn noch Platz frei hier? Wieso habe ich hier nichts? Die möchte ich gerne da haben. Okay, kann ich hier denn noch irgendwas mal betäuben? Nahkämpfer. Ja, ihr Feuerkraft steigt, wenn ihr Entfernung zum Ziel unter 4 Meter fällt. Maximum 70%. Das machen wir hier mal hin. So, zack. Hier machen wir mal betäuben hin. Ja, dann den Rest lassen wir so. So geht
Okay, das wollte ich nicht machen. Funktioniert nicht. Okay, Fahrstuhl ist mir am Arsch. Dann müssen wir hier weiter. Okay, hier haben wir Pistolenmunition. Haben wir sonst noch irgendwo was zum Lesen oder sowas? Nein. Hier, was haben wir? Keine Reaktion. Okay, hier können wir nichts machen. Keine Reaktion. Dann lass uns mal hier weitergehen. Hier können wir wieder runterklettern. Das müssen wir bestimmt, oder? Natürlich. Ich glaube, da sehe ich da Munition oder bin ich... Nein, da ist keine Munition. Ah, Spezialzubehör. Spezialzubehör aufgenommen. Okay, dann einmal hier runterspringen und ja, weiter geht die Schwimmerei. Okay, hier kommen wir durch. Zack, was haben wir hier für Munition? Pistolenmunition. Mehr können wir leider nicht mitnehmen von Pistolenmunition. So, hier ist eine spannende Musik. Hier erstmal Luft holen. Da kommen wir hoch. Fangen wir da hoch oder erst weiter umschauen? Ich gehe einfach mal erstmal hier hoch. So, hier ist wieder kein Wasser. Die Tür ist verschlossen, auf ihr ist Dreizack abgebildet. Wir brauchen einen Dreizackschlüssel. Ja, das machen wir. Ja, überall Wasser, das ist schlimm. Okay, schnell nochmal Luft holen. Und weiter geht's. Ich schwimme einfach mal ganz nach unten. Wird schon schief gehen. Hier haben wir Schrotgewehrmunition. Schloss entfernt. Okay, hier scheint, dass wir richtig sind. Und weiter. Okay. Natürlich, wir versuchen alles, was wir können, um am Leben zu bleiben. Öffnet sich nicht. Können wir die Kiste zerstören? Nö. Ah, da geht's weiter nach unten. Das machen wir gleich. So, erstmal Luft schnappen und weiter geht's. Oh, ein Lüftungsschacht. Da kommen wir natürlich nicht rein. Oh, really? Können wir hier irgendwo Luft schnappen? Das wäre nämlich schön. Hier. Haben wir schon Luft schnappen. Tschüss. Parker, komm mit, wo auch immer du steckst gerade. Denn ich glaube, wir müssen hier runter. Oh Mann. Hier einmal wieder Luft schnappen. Ah. Na, das ist doch schon besser. Ja, zu früh gefreut. Okay, wir sind hier jetzt, tschüss. Können wir das mitnehmen? Ja, Gewehrmunition. Aua. Verschwinde von mir. Du scheiß Viech. Leider können wir es nicht töten. Okay, ich brauche nochmal schön Luft. Denn wir sollten so oft an Luft gehen, wie wir können. Okay, hier geht's durch. Dann wieder Luft schnappen. Und weiter geht's. So, ich hoffe, wir sind hier richtig. Scheint, dass wir richtig sind. Ah, jetzt kommen wir an dieses Teil hier. Spezialzubehör aufgenommen. Wahrscheinlich vorher wären wir da gar nicht rangekommen. Mann. Diese scheiß Viecher nerven mich so total. So. Dann lasst uns mal weitergehen. Okay, hoffentlich kommen wir bald wieder an Luft. Oh. Pistolenmunition haben wir voll. Pistolenmunition voll. Gibt's hier? Hier gibt's Luft. Okay, das war gut. So, weiter geht's. Speichern. Okay, wir sind hier richtig.
Hier, nein. Verdammtes Viech. Du scheiß Mistviech. Die Viecher nerven echt total. Hier geht's wieder nach... Na, zu früh gefreut. Kein Land und keine Luft. Gibt's hier irgendwo Luft? Ich brauche Luft. Luft, 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 Luft. Hier geht's nach... Nein. Verschwinde, ich brauche Luft. Komm schon. Es wird grau, es wird grau, es wird sehr grau. Wir haben es geschafft. Hier kommen wir hoch. Schneller. Okay. So, hier haben wir erstmal grünes Kraut. Das ist sehr gut. Hier ist Chris. Alles okay? Chris! Ja, uns geht's gut. Aber das Schiff sinkt schnell. Nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Okay, wir warten. Gut, bis bald. Chris, Ende. Okay, Halle aufsuchen. Geht's hier lang zur Halle? Ich hoffe, ich gehe nicht wieder einen ganzen Weg falsch. Was sucht ihr denn? Wir sollen uns doch in der Schiffshalle treffen. Wir sollen uns in... Okay, ich glaube, wir sind hier... Ich weiß nicht, wo wir richtig sind. Ich schau mal erstmal, wo wir... Huch, wo das funktioniert nicht. Okay, dann hat sich das ja auch schon geklärt. Und wir gehen dann zur Schiffshalle. Dafür müssen wir dann wahrscheinlich wieder hier hingehen. Ja, es speichert. Hoffentlich kommt hier nicht wieder so ein Riesenviech gleich. Pistolenmunition können wir nachladen. Nein. Wir haben Pistolenmunition komplett voll. Oh Mann, wirklich. Oh. Guten Tag. Und wie geht's? Ich gehe dann mal an dir vorbei. Tschüss. Los, schnell, kletter hier hoch. Okay, hier geht's wieder nach oben. Weg vom Wasser. Ah, hier sind wir im Casino. Wieder. Gewehrmunition. Oh, okay, dann erstmal schauen, was wir für Spezialdinger Zubehör haben. Zubehör Schaden 3. Zubehör Feuerrate 3. Okay, ich gehe dann erstmal hier hin. So. Schaden 2, Schaden 3. Erhöht Feuerkraft um 40%. Erhöht die Feuerkraft um 20%. Das dann machen wir dann mal weg. Schaden hier. Zack. So, sehr schön. So, Schaden 10%. Das ändere ich dann auch mal. Zack. Feuerrate 30%. Feuer auch 30%. Dann mal hier schauen. Schaden 1. Schaden 10% und Schaden 20%. Okay, das lassen wir. Ja, so ist es. So bin ich zufrieden. Und hier haben wir was, das wir bestimmt schon gelesen haben. Eine hingekritzelte Notiz. Liebster Freund. Ja, das kennen wir schon. Hörst du? Da! Weltrohr! Hättest beinahe die Party verpasst! Okay, wir haben Weltrohr getroffen. Der Anführer ist da aufgetaucht plötzlich. Ja, super. Wird ja immer besser. Speichere einfach mal bei Datei 3. Okay, speichern beendet. Dann geht's weiter. Kurz zuvor Mittelmeer. Wir nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Alles klar, wir werden dort warten. Okay, bis gleich. Chris, Ende.
Das ist sie. Die Queen Zenobia. Oh Mann. Eher was von ihr noch übrig ist. Pass auf. Da draußen ist was. War doch so klar. An Bord der Zenobia gehen. Okay, und an dieses Viech erinnere ich mich. Aber ich habe es ganz vergessen, dass es überhaupt auftaucht. Aber jetzt erinnere ich mich wieder an das Viech. Kann ich hier überhaupt ausweichen? Boah, nein, 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 nein. Verdammt. Puh, das ist doch... Was ist das für ein ekelhaftes Viech schon wieder? Von... Immer wenn das so drei Dinger schießt... Abkühlen. Immer wenn das so drei Dinger schießt, dann trifft mich immer eins. Man abkühlen muss es. Jetzt geht's weiter. Da! Das will mich doch verarschen. Aua! Sag mal. Jetzt haben mich zwei getroffen. Und das Viech. Sag mal. Ich habe nur noch ein Keimmittel. Oh mein. Nein, 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 nein. Summer, ich habe kein Heilmittel mehr. Autsch, verdammt. Nein. Sind, wie viele sind es? Sind es drei? Oder ist es einfach nur ein fettes Ding mit mehreren Tentakeldinger? Oh man, es muss... Okay, wir kommen der Queen... Wir kommen es näher. Verdammt, ich habe kein Heilmittel mehr. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es auf keinen Fall. Wir schaffen es auf keinen Fall. Wir schaffen es auf keinen Fall. Nein, verdammt. Komm schon, wir sind gleich da. Haben wir es geschafft? Im Lohn geht auch nur. Mann. Wir müssen irgendwie auf die Zenobia kommen. Können wir an Bord. Jessica, wir müssen ein Versprechen einlösen. Auf geht's. Toll. Wir beide auf einer Kreuzfahrt. Aber leider säuft das Schiff ab. Freunde der BSAA, ihr habt die Regia Solis gestoppt. Jetzt werde ich berichten, was ich weiß. Alles über die Queen Zenobia und die Geheimnisse, die sie bewahrt. Geheimnisse? Hört mir zu. Erstens, warum wurde die Queen Zenobia erst jetzt gefunden? Wie konnte sie unentdeckt im Mittelmeer umhertreiben? Es war kein Magiespiel. Zweitens, warum verschwanden alle Spuren von Veltro nach der Terragritia-Panik? Sag du's uns doch, hä? Und drittens... Warum will jemand mit der Regia Solis die Queen Zenobia zerstören? Die Antworten auf diese Fragen führen zu einer unbequemen Wahrheit. Ihr musstet sie finden und das... Jessica! Warum hast du auf ihn geschossen? Um unsere Leute zu beschützen. Ist das nicht unser Job? Stirb mir ja nicht weg! Verdammt, Raymond? Aber, wieso? Warum spielst du auf der Seite von Veltro? Was meinen Sie? Finde die Wahrheit über Terragritia.
Oh Mann. Ja, Inhalt wird gespeichert. Das war ja mal was. Ja, und ich weiß schon, wieso. Ich weiß es leider schon, wieso Jessica auf Raymond geschossen hat, aber ich will euch die Überraschung nicht verderben, denn wie ich schon in der ersten Folge gesagt habe, ich spiele es ja nicht blind, denn ich habe schon mal früher auf 3DS gespielt. Wollte ich nur mal schon sagen und wir speichern nochmal. Ja. Okay. Ja, dann hoffe ich, dann beende ich hier die Folge und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, über einen Kommentar und natürlich ein Abo. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.